Musiker und Artisten, wer diese Woche in Graz unterwegs ist, kommt um sie nicht herum. Das Straßenfestival La Strada ist in vollem Gange und macht die Grazer Innenstadt noch bis Samstag zu einer einzigen großen Bühne. Die schwarz-weiße Kostümierung der Zygos Brass Band aus Frankreich täuscht, denn La Strada präsentiert sich heuer bunter denn je. Neben New Orleans Jazz-Rhythmen trifft man am Grazer Hauptbahnhof auf die Eisenbahnsymphonie von Pierre Sauvageot und Lieu Public Ciel. Achtung, die Türen werden in wenigen Augenblicken schließen. Für seine Audio-Performance Igor Hagar hat das französische Kollektiv Klänge wie das Quietschen von Bremsen und Lautsprecherdurchsagen mit der Musik des Komponisten Igor Stravinsky verschmolzen. Geschichten aus surrealen Welten erzählt am Gelände der Technischen Universität in der Infeldgasse Le Collectif chez Bistaki. Dachziegeln und Handtaschen dienen den fünf französischen Künstlern als Requisiten für einen kraftvollen Mix aus Körpersprache, Tanz und Akrobatik. Mit poetischer Akrobatik in schwindelnden Höhen begeistert auch die Kompanie Acco Reacro im Augarten. Fünf Musiker, sechs Artisten und ein wild gewordenes Klavier entführen mit dem Programm Klaxon bei rasantem Tempo in die fantastische Welt des Zirkus. Ich bin nicht fertig. Lachmuskeltraining ist mit Wolfram Berger und Christian Bakanic im Joanneumsviertel garantiert. Beim parodistischen Spiel Kaiser Josef II. Und die Bahnwärterstochter dreht sich alles um Liebesschwüre, Mordanschläge und Wilderei im innerösterreichischen Örtchen Wutzelwang am Wutzel. Am meisten hätte man es gehört, und der Kaiser einmal selber.